Hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, es geht weiter, wieder mal. Und ja, in der letzten Folge, was haben wir gemacht? Tintenfass? Nein. Hä? Naja, ja. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Quest erfüllt, mit der wir... Eine Diebesquest, sag ich mal. Mit der wir dann erfahren haben, wo sich Esbern aufhält, den wir jetzt finden müssen. Und ich würde sagen, gehen wir weiter. Esbern soll hier irgendwo sein. Und ihr erzählt irgendwer... Ah, hier drin ist er. Verschwindet. Ist er das? Was? Das bin ich nicht. Ich bin nicht Esbern. Hm. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Tja, na gut, Delphin? Ja. Woher? Also habt ihr sie endlich gefunden? Und sie hat euch zu mir geführt. Ja. Und jetzt sitze ich wie eine Ratte in der Falle. So. Wie antworte ich? Ich sag mal das. Was sagt ihr da? Drachenblut? Dann gibt es doch noch Hoffnung. Ihr solltet denke. Besser reinkommen. Macht schnell. Es wurden Talmor-Agenten im Rattenweg gesehen. Ja, also ihr habt es auch gesehen. Und getötet. Das dauert nur einen Augenblick. Na gut. Der hier klemmt immer. So. Gut, dann macht mal auf. Darf ich aufmachen jetzt? Das wäre geschafft. Ja, dann mach doch auf. Kommt herein. So, besser. Jetzt können wir uns unterhalten. Deswegen hatte er so Probleme beim Öffnen. Ihr seid Drachenblut? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja. Wichtig? Weit wichtiger, als ihr klar ist. Falls ihr ein Drachenblut seid, dann gibt es doch noch Hoffnung. So lange Zeit konnte ich nur hilflos mit ansehen, wie unser Untergang näher kommt. Untergang? Drachen. Pah. Die kann man töten. Die Klingen haben in ihren frühen Zeiten als Drachentöter eine Menge von ihnen erlegt. Nein. Die Drachen sind nur das letzte Omen des Weltuntergangs. Weltuntergang. Ich weiß schon, was er meint, aber ihr wahrscheinlich nicht. Deswegen, ja, hören wir ihm doch einfach mal zu. Oh ja, die Prophezeiungen benennen die Omen des Weltuntergangs konkret. Und eins nach dem anderen ist eingetreten. Alduin ist zurückgekehrt, genau wie es die Prophezeiung vorhergesagt hat. Der Drache vom Anbeginn der Zeit, der die Seelen der Toten verschlingt. Niemand kann seinem Hunger entkommen, hier oder im Jenseits. Alduin wird alles verschlingen und die Welt wird enden. Nichts kann ihn aufhalten. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ja, ja. Ihr wisst es ja. Aber ihr weigert euch, es zu verstehen. Das stimmt. Verzeiht mir, ich musste so lange ohne Hoffnung leben. Die Prophezeiungen sind eindeutig. Nur das Drachenblut kann Alduin aufhalten. Wir müssen gehen, schnell. Führt mich zu Delphin. Es gibt eine Menge zu besprechen. Okay. Aber gebt mir nur einen Augenblick. Ich muss noch ein paar Dinge mitnehmen. Alduins Mauer. Das werde ich brauchen. Nein, nein, nutzloser Tant. Wo ist meine kommentierte Anuade? Was? Aha. Nur kurz. Ich weiß, dass die Zeit knapp ist, aber ich darf den Talmor keine Geheimnisse hinterlassen. Noch eine Sache, die ich mitnehmen muss. Na gut. Ich will aber das gucken. Sollte wohl reichen. Dann mal los. Okay. Dann ist er also bereit. Lauter reden.
Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Hat sie euch nicht davon erzählt? Wir waren beide Klingen damals, als das noch etwas bedeutet hat. Jetzt verbindet uns nur noch, dass wir beide vor den Talmor fliehen. Ich wusste nicht, dass sie noch lebt. Aber es überrascht mich nicht. Sie hatte ein Talent dafür. Okay. Was ist am 30. Eishubs gesehen? Es war ein kalter Tag. Das Ende von Eisfall ist im Jeralgebirge fast schon Winter. Wir haben die Neuigkeiten am Wolkenherrscher per Kurier erhalten, der im Eiltempo aus der Kaiserstadt geritten kam. 30. Eisfall 171. Vor 30 Jahren. Der große Krieg begann an diesem Tag. Der Botschafter von Talmor hatte Kaiser Titus Mede dieses Ultimatum gestellt. Er sollte ihm den Kopf jedes einzelnen Angehörigen der Klingen im Altmeribund aushändigen. An diesem Tag wusste ich, dass das wahrlich der Anfang vom Ende war. Genau, ich habe euch da erzählt von den Forderungen, die letztendlich doch erfüllt wurden durch das Weißgold-Konkordat. So. Aber natürlich. Der Rattenweg kann nur für Neulinge etwas verwirrend sein. Bleibt in meiner Nähe. Okay. Ja, es ruckelt ein bisschen das Spiel. Nicht so toll. Aber es sollte eigentlich nicht so problematisch werden. Zumal die Frameszahl gerade wieder steigt. Absicht? Na gut. Ja. Toll. Ja. Wunderbar. Genau sowas liebe ich, wenn die KI festhängt. Zu leicht. Was zum... Was war das jetzt gerade? Hinter uns plötzlich ein Gegner aufgetaucht? Vor uns? Mir egal. Hauptsache, wir kommen gut raus. Ah, da ist er. Esbern. Okay, gehen wir. So. Mir egal, ob jetzt hinter uns Gegner aufgetaucht sind. Ich versuche nur mit Esbern zu fliehen. Ich hoffe, man kann schnell reisen, während man ihn begleitet, weil... Wäre blöd, wenn nicht. Und ich sehe gerade, ich muss unbedingt mal für Licht sorgen. Einen Moment, bitte. So. Ah, er kämpft. Er handelt genauso wie alle anderen Begleiter in PCs. Wenn man selber die... Wenn man selber Zauber bereithält oder so. Gisur, brenne. So, ich glaube, das war's. Was wollte er gerade mitnehmen? Ist ja alles so, wie sieht's aus? Was? Habt ihr etwas gesagt? Ich hab nur gesagt, warum hältst du hier an, Esbern? Na gut, das habe ich nicht gesagt, aber ich hab's gedacht. Das ist mindestens genauso viel wert. Was? Ja, dann geht doch weiter! Esbern. Wenn ihr schon sagt, gehen, weitergehen, dann müsst ihr es auch tun, nicht nur ankündigen. Esbern, los, mach hinne! Na gut, dann muss man selber gucken, wo es lang geht. Ich glaube, es geht hier lang. Ich kann nur raten, ja? Weil Esbern will sich ja irgendwie nicht mehr vom Fleck bewegen. Ja, wir waren richtig. Gut. Und Esbern natürlich lässt auf sich warten. Wie ist das Liebe, wenn die NPCs einfach keine Regung mehr zeigen und einfach festhängen wollen. Esbern, ich sagte, beweg dich endlich.
Alter Mann! Hast du etwa vergessen, wo es lang geht? Blitzsenilität? Altersschwachsinn? Warum bewegst du dich nicht weiter? Da ist die Tür. Da vorne. Esbern, beweg dich. Tu mir doch bitte endlich mal den Gefallen. Ja, genau. Nein, weitergehen. Weiter. Braucht ihr etwas? Nein. Weitergehen. Ja, dann tu's. Nicht ankündigen, tun. Oh, das wollte ich eher nicht. In diesem Fall wollte ich wieder Licht, Kerzen sein. So, einmal Licht machen. Ja, Leute. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Typen ist. Der bewegt sich einfach nicht mehr weiter. Braucht ihr etwas? In Ordnung. Macht schnell. Habt ihr das? Gut, wir sollten weitergehen. Oder folgt er mir? Was? Ach, ist mir egal. Dann bleibt er halt hier. Ich hab auch keinen Bock mehr, mich darum zu kümmern. Ja, jetzt kommt er endlich mal wieder, Supporter. Ich denke, dass Brynjolf euch alle nötigen Informationen... Ah, ich bin beeindruckt, Brynjolf. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Tja. Verlässlich und entschlossen. Ihr erweist euch ja als wahrer Glücksgriff. Also, nun da ich mit unserer kleinen Aktion auf dem Markt euren Appetit geweckt habe, könntet ihr euch vielleicht um ein paar Schuldner kümmern. Mal schauen. Ich kenne ja eure Quellen nicht. Sie schulden unserer Organisation viel Geld und haben sich entschlossen, nicht zu zahlen. Okay. Ich möchte, dass ihr ihnen die Fehler ihres Tuns erläutert. Um was geht es? Kirawa, Bersi, Honighand und Helga. Übernehme ich die Operation. Wenn ihr es richtig anstellt, ist euch ein fester Platz in unserer Organisation sicher. Verstehe. Um ehrlich zu sein, sind die Schulden hier zweitrangig. Wichtiger ist die Botschaft, dass man uns nicht ignoriert. Okay. Und noch etwas. Ich möchte nicht, dass einer von ihnen stirbt. Ist schlecht fürs Geschäft. Kann ich mir vorstellen. Gut. Wenn ihr weitere Einzelheiten benötigt, wendet euch an mich. Und was nun los. Ihr, Liebe? Kann sich eine wunderschöne Frau. Habt ihr schon etwas für uns? Gut, dann gehen wir los. Ich werde natürlich diese Quest wahrscheinlich eher nicht angehen, weil ich will natürlich. Mach keinen Ärger. Sonst gibt ja, es Ärger. Ich werde diese Quest wahrscheinlich nicht angehen. Einfach weil ich ja nicht der Diebesgilde angehören will. So, dann gehen wir. Ich glaube, ich habe mich geirrt und es ging einfach nur darum, dass der mir folgt und nicht ihm. Nicht ich ihm, aber das hätte er mir doch gleich sagen können. Ja, der ist ja erst die ganze Zeit vorgerannt und auf einmal heißt es, ich folge dir. Ja, das meine ich. Das war ein bisschen... ich mache nochmal hell. Hell. Mit Kerzenstein. Tut mir leid, dass wir heute uns die ganze Zeit nur mit dieser einen Sache rum ärgern dürfen. Oh. Aha. Da war jemand. Safari. Okay. Und Esbern brennt. Ein Elfendolch. Aha, Safaris Notiz. Schauen wir mal. Bücher. Savaris Notiz. Da. Savaris Notiz. Ich habe guten Grund anzunehmen, dass die Zielperson in den nächsten Tagen in Rifton eintreffen wird. Zwar ist Diskretion erwünscht, aber die Eliminierung der Zielperson hat absoluten Vorrang. Die üblichen Vorschriften, wonach eine Aufdeckung eurer Identität unbedingt zu vermeiden ist, gelten nicht. Ihr werdet nötigenfalls auf einen Posten außerhalb von Himmelsrand versetzt. Ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen. Enttäuscht mich nicht. Lass mich raten, diese Zielperson war ich? Und was ist jetzt los? Warum? Oh. Ich hab mal wieder zu viel. Geil. Dann muss ich was wegwerfen. Aber was? Ich möchte eigentlich so ungern was wegschmeißen.
ein Eisenschwert. Das brauche ich nicht. So. Ja, wo lang muss man die Karte konsultieren? Okay, hier doch. Hier geht's doch lang. So. Nette Falle. Ja, genau. Hier. Toter Gegner. Genau, hier geht's lang. Ja, was ist? Übrigens, merkt ihr, Lydia ist wieder mal weg. Nicht, dass mich das stören würde oder so. Aber ich wollte halt mal bemerken und so. Gott, diese... Wie er gesagt hat, verwirrend. So. Ich muss... Oh Gott, ich bin jetzt hier unten irgendwo. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe mal, dass wir heute noch irgendwie... Aber ich sehe gerade, hier waren wir schon. Das heißt, hier unten gibt es einen Weg, den wir nehmen können. Ah, da ist ein Alchemietisch, ganz gut. Ich erinnere mich an diesen Weg. Nicht ganz, aber fast. Ach, hier können wir raus. Na, endlich. So, mir ist es egal, wo Lydia ist. Sollen sie hier bleiben? Ich gehe mit Espan jetzt zu Delphin zurück. Und wir haben es geschafft. Ja, gerade ist mein Zauber ausgelaufen und jetzt haben wir es geschafft, nach draußen zu kommen. Ich trinke mal kurz was. Wunderbar. Draußen sind wir endlich und jetzt... Schau es mal, ich speichere einmal und schau, ob Schnellreise möglich ist. Lydia ist doch da. Okay. Dann speichere ich es einmal und mach eine Schnellreise. Nein, ich will da die Weltkarte, bitte. View. Flusswald. Ja. Ich hoffe, dass er mir jetzt folgt, weil... Also... Ja, trotz einer Reise, weil sonst muss ich den Part, nee, nicht mal, nein. Sonst muss ich im Offplay bis, zu Fuß bis nach Flusswald zurückrennen. Lydia, ah gut, der folgt uns. Okay, Glück gehabt. Ich hatte schon Angst, dass ich jetzt zu Fuß hierhin zurücklaufen muss. Aber das hat sich ja erledigt. Jo. Wunderbar. Tja, was haben wir in diesem Part jetzt geschafft? Wir haben Espen gefunden und hierhin zurückgebracht. Ihr bringt nichts als Ärger. Da. Delphin. Ha, ha, schön, euch wiederzusehen. Es ist lange her. Es ist auch schön, euch zu sehen, Espern. Es ist viel zu lange her, alter Freund. Viel zu lange. Nun gut, ihr habt es wohlbehalten hierher geschafft. Gut, kommt, ich weiß, wo wir reden können. Ordner, übernehmt für einen Moment die Theke, ja? Ja, natürlich. Hier, gut, entlang. Aber was Delphin für uns parat hat, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Skyrim, denn die Aufnahmezeit ist rum. Also... Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.